Im Frühjahr 1998 kaufte Bloomer Lennon in einer Buchhandlung von Soho eine alte Ausgabe der Gedichte von Emily Dickinson und wurde an der nächsten Straßenecke, als sie gerade beim zweiten Gedicht angelangt war, von einem Auto überfahren. Gleich der erste Satz macht auf das Kommende sehr neugierig, finde ich. Und es beinhaltet alles, was kommt, nämlich einmal die Liebe zum Buch, aber auch gleichzeitig die Gefahr, die in der Literatur stecken könnte, in den Büchern stecken könnte. Das Papierhaus ist keine wirkliche Novität, es gab es schon häufiger, anderen Verlagen auch. Jetzt hat der Verlag das wieder herausgebracht, also eine Wiederentdeckung. Ich denke aus dem Grund heraus, weil gerade in der schnelllebigen Zeit, in der wir uns befinden und auch das Digitale immer weiter um sich greift, ist dieses Büchlein eine kleine, feine Erinnerung, was das Buch an sich als haptisches Medium für eine Bereicherung in unser Leben sein kann, beziehungsweise auch ist. Natürlich gibt es auch mahnende Stimmen, auch hier im Buch, eine Großmutter, die auch wirklich dann einmal darauf hinweist, dass Bücher unglaublich gefährlich sind und so kommen auch teilweise Menschen zu Schaden. Die Handlung ist schnell heruntergebrochen. Es handelt von dem Kollegen von der Verstorbenen am Anfang, der eines Tages aus Uruguay ein Buch zugestellt bekommt, an sie adressiert. Das ist von Joseph Conrad, die Schattenlinie auch wieder metaphorisch zu sehen. Er dem nachgeht, weil das Buch ist ziemlich schmutzig, mit Zementflecken und auch mit drin, also mit Sandflecken, Zement- und Mörtelflecken. Und er jetzt der Geschichte des Buches nachreist. Er wird auch fündig. Er kriegt die Geschichte mit eines Mannes, der ein unglaublicher, vermögender Mann war, auch einen großen Fundus an Büchern gesammelt hat, eine eigene riesige Bibliothek. Als der in Geldnöten gerät, baut er sich am Strand aus diesen Büchern ein Haus. Kurze, parabelartige Geschichte, also nicht viel vom Inhalt her dementsprechend, aber das Buch bietet ziemlich viele kleine Anspielungen, die wir Buchliebhaber doch irgendwie zu schätzen wissen und dementsprechend ist es ein kleiner, feiner Lesetipp von mir, der sich auch unglaublich gut als Geschenk einsetzen lässt. Ich wünsche viel Spaß, erlesene Stunden. Hauke Harder von der Buchhandlung Anschmidt, bis für den Leseschatz. Tschüss!